Seine Bilder sind bekannt, sein Name geriet in Vergessenheit. Aber jetzt gibt es bei einer Ausstellung im Hamburger Bahnhof die Gelegenheit, den aus Berlin stammenden Fotografen Lothar Wollet wiederzuentdecken. Und wir finden, der ist wirklich eine Entdeckung. Joseph Beuys, René Magritte, Gerhard Richter, die berühmtesten Künstler, ließen sich von Lothar Wollet porträtieren, weil er selbst ein Künstler war. Joseph Beuys im Mantel. Das ist eines der bekanntesten Fotos von Lothar Wollet. Er hat es aufgenommen, als er mit Joseph Beuys 1971 nach Stockholm reist. Großartige Aufnahmen, starke Momente. Sein Sohn Oliver Wollet möchte das Werk seines verstorbenen Vaters vor dem Vergessen bewahren. Er baut gerade eine Ausstellung im Hamburger Bahnhof auf. Wir haben ihm die einzige Filmaufnahme mitgebracht, die es von seinem Vater gibt. Aufgenommen 1966 zeigt sie, wie Lothar Wollet als Werbefotograf arbeitet. Der Sohn ist über diese Aufnahme überrascht. Sein Vater ist gestorben, als er gerade 14 Jahre alt war. Das war vor mehr als 30 Jahren. Ich habe noch nie ein bewegtes Bild von meinem Vater gesehen. Es ist erstaunlich. Ich bin ganz von den Socken. Weil da ist alles drin. Da ist wirklich alles drin. Er ist ja noch mitten in seiner Werbephase und er sagt schon, dass er praktisch jede freie Minute mit Künstlern aufsetzt. Ja? Lothar Wollet porträtiert die großen Künstler. Niki de Saint-Phalle und René Magritte. Eines der letzten Fotos des Malers von 1967. Seine Ehefrau Georgette Magritte. Oder Man Ray. Wollet kennt die Werke der Künstler, die er porträtiert, und greift ihren Stil auf. 1930, geboren im Wedding, in armen Verhältnissen aufgewachsen, erlebt Lothar Wollet den Zweiten Weltkrieg als junger Flakhelfer. In der Nachkriegszeit ist er arbeitslos. Er wird von einem Spion angeworben für kleine Botendienste. Dann wird er aufgegriffen. Als er verhaftet wurde, war er gerade 20. Ja? Und er wurde angeklagt, als Spion tätig gewesen zu sein. Für die Amerikaner, für die Briten, für die Franzosen. Dann zum Tode verurteilt. Zu lebenslänglich wurde das Urteil umgewandelt. Diese Bilder entstanden im Straflager der UdSSR in Worcuta. Durch die Fotografie kann er seine traumatischen Erlebnisse verarbeiten. Als er nach 6 Jahren wieder freikommt, weiß Lothar Wollet, er will Fotograf werden. Er geht für ein Jahr in Berlin auf die Berufsfachschule für Fotografie. Danach hält ihn nichts mehr in Berlin. Von 1959 bis 1961 studiert er an der Folkwang-Schule für Gestaltung in Essen. In Düsseldorf etabliert sich Anfang der 70er Jahre eine neue Künstlerszene, mittendrin Lothar Wollet. Er trifft den Künstler Herbert Zangs, stellt ihn mitten in eine Schneelandschaft. Eine Reminiszenz an Zangs Kriegserfahrung in Stalingrad. Wollet stellt sie auf einen Sockel. Selten fotografiert der Künstler im Atelier, hier Georg Baselitz. Gerhard Richter mit Zigarette, ganz unspektakulär. Im Nachhinein heute ist es vollkommen klar, mein Vater war jemand, der verschiedene Traumata hatte. Er hatte dieses Arbeitslagertrauma, er hatte das Kriegstrauma. Und als junger Mensch sein Weg war dazu eigentlich immer darüber zu reden. Das ist dann auch, glaube ich, die Dinge, die ihn mit Beuys verbinden, ja, dessen Kriegserfahrung, mit Uecker und seinen Traumata. Und man sieht es in vielen Porträts, dass es feine, subtile Bezüge zum Krieg und zur Gewalt gibt. Zurück zur Ausstellung im Hamburger Bahnhof. Die 67 Fotos, die Lothar Wollet von Joseph Beuys gemacht hat, sind dort zu sehen. Beide hat eine große Freundschaft verbunden. So ist es auch Beuys gewesen, der die Fotos von Lothar Wollet zu einem einzigartigen Kunstwerk umgearbeitet hat. Das sogenannte Unterwasserbuch. Beschienen von einer großen Taschenlampe liegt es normalerweise im Wasser. Gerade wird es restauriert. Ich glaube, wir haben jetzt den höchsten Punkt erreicht an Recherche, weil wir werden das Unterwasserbuch jetzt für diese Ausstellung wird es erscheinen als Ganzes in genau der Reihenfolge, wie Beuys und Wollet es festgelegt haben. Und das wird praktisch also fast 40 Jahre nach der Planung, was mein Vater angefangen hat, werden wir jetzt zu einem Schlusspunkt kommen. Was der Vater begonnen hat, bringt der Sohn nun zu Ende. Schöner kann eine Hommage nicht sein. Mit 11 Jahren wusste Enne Schwarz bereits, dass sie Schauspielerin werden will. Sie gilt als Riesentalent. Sie sei süchtig nach dem Rampenlicht, sagt sie selbst. Und doch spielt